Hallo, liebe Freunde von Gitarren im Netz. Heute geht's um diesen kleinen pinken Kasten hier, den Harley Benton British Sound. Ja, ein Pedal, das den britischen Sound eines Marshalls imitieren soll, kann, Fragezeichen. Ja, das kleine Ding hier habe ich beim Thomann gekauft, 29,90, jawohl, in der Grabbelkiste sozusagen. In diesem Video soll es keinen totalen Test von dem Ding geben, sondern ich werde ihn vergleichen mit meinem anderen Budget Marshall Teil, nämlich mit meinem Marshall DSL 1. Jawohl, da gibt es schon zwei schöne Videos dazu, die ich euch unten in der Beschreibung verlinke. Und heute will ich gucken, ob wir für 29,90 aus einem ansonsten neutralen Verstärker hiermit einen Marshallesken Sound zaubern können. Wie gesagt, kein richtiger Test heute, aber das Ding ist für 29,90 hochwertig. Blech, stabile Platte, Gummierung. Die Wiederkehr eines schönen Batteriefaches, wunderbar gelöst. Gut ablesbare Knöpfe. Die Potis saufen sehr sauber, können sich nicht von selber verdrehen, sind schön fest. Schalter macht einen guten Eindruck. Auch gucken wir auf die Büchsen. Auch das macht alles einen wertigen Eindruck. Ja, also vom Ganzen ist es wertig. Was haben wir an Bedienelementen? Low mit High hier oben. Gehen wir näher dran. Low mit High, also klassischer Dreiband-EQ. Dann Level, Dirty. Level, Ausgangslautstärke, Dirty. Ja, Verzerrungsgrad. Und ein Voicing, ein Voice. Ja, hier in der Mitte. Damit soll man also die Frequenzbänder verschieben können, um verschiedene Marshall Sounds einzudealen. Ob es uns gelingt, soll uns der kleine Test hier zeigen. Und da steigen wir auch schon ein. Ich zeige euch hier kurz mal den Aufbau meines Setups. Also ich habe zwei Amps. Klar, einmal nehme ich den Marshall DSL-1 und einmal nehme ich den Ibanez TSA-15H. Das ist ein sehr neutral klingender Amp, schön klingender Amp. Sehr neutral, eigentlich eine gute Pedal-Plattform und in denen geht dann der Harley Benton British, um die Marshall-Töne zu erzeugen. Ich mache euch nochmal das ganze Schema hin und wir gehen von der Gitarre einmal hier rein, dann in den Ibanez und von dem Ibanez aus einmal in meine geliebte 2x12er Box. Abgenommen mit dem SM57 und der zweite Signalweg geht jetzt dann noch über den Torpedo Cap M Plus ins Pult. Das habt ihr schon mal irgendwo gesehen und das gleiche passiert bei Marshall, nur dass natürlich hier das Pedal nicht vor dem Marshall ist, sondern dort nur die Marshall Vorstufe und Endstufe arbeitet. Thank you.
Nah beieinander. Ich habe meinen Favoriten gefunden. Und ihr? Also, beide bringen den klassischen Kanal-Plexi-Sound, dieses leicht angezerrte am Hals-Pickup, ganz schön gut rüber. Ich selber muss gestehen, bevorzuge ein bisschen den DSL-1, weil ich glaube, er hat etwas mehr Tiefe im Ton als das Pedal. Aber das Pedal kommt da schon recht nah dran. Jetzt gehen wir eine Stufe heißer und schalten auf der Strat auf den Bridge Pickup. Der ist nämlich kein normaler Bridge, sondern ein Hot Rod Two Blade Single Coil, der auch in den Humbucker-Modus genommen werden kann oder umgekehrt. Und schau mal, wie die Klassikkomponente darauf reagiert. Okay, jetzt an der Brücke, am Bridge Pickup. Wenn ich ehrlich bin, gefällt mir hier sogar der Sound der kleinen Harley-Benton-Kiste, also des Harley-Benton British, besser. Er ist irgendwie klarer. Und hier kommt doch der DSL vor allen Dingen mit dem Humbucker so ein bisschen muddy-woolly rüber. Das hat der Harley-Benton nicht, der bleibt schön klar in der Struktur und fein raus. Also ja, ich glaube, in Solos trägt der weichere, wulligere Sound vielleicht mehr und vergibt auch mehr vom Marshall DSL.
Aber letztendlich in der Rhythmusarbeit gefällt mir der Harley Benton hier besser. Die Runde geht an den kleinen Harley Benton. Zum zweiten Teil des Tests habe ich eine kleine Veränderung vorgenommen. Ich habe jetzt komplett den digitalen Pfad über den Torpedo Cab Amp Plus rausgenommen und wir gehen nur noch in die Box und das abgenommene Signal vom SM57 hört ihr dann in den Aufnahmen. Grundsätzlich ist mir das fast schon zu viel Gain. Aber ich wollte zeigen, was geht. Und das ist auch schon das Maximale, denke ich, was mit dem Harley Benton geht. Ja, wenn wir uns hier die Einstellung anschauen, der ist schon fast am Anschlag. Der DSL-1 könnte noch mehr, aber das gefällt mir eigentlich nicht. Jetzt zu den beiden hier in dem Vergleich. Bei der Rhythmusarbeit gefällt mir fast der Harley Benton etwas besser, oder er gefällt mir etwas besser. Bei den Solotönen am Hals-Pickup, da gefällt mir der Marshall etwas besser. Ich würde bei beiden nicht diese Einstellung wählen, sondern ich würde im Klassik-Kanal bleiben und einen schönen Boost mit einem Tube Screamer ähnlichen drauflegen, das habe ich lieber. Aber sie können beide auch dieses High Gain bedienen. Also auch da, bis zu diesem Punkt, kann der Harley Benton mithalten. Beide allerdings mit ordentlich Nebengeräuschen. Ja, also der Einsatz von einem Noise Gate bei Aufnahmen wäre hier schon eigentlich für meine Verhältnisse zwingend geboten.
Das Resümee über alles. Jetzt gucken wir uns erstmal nochmal die Einstellungen an. Ja, hier gehen wir mal zum Classic. Und ja, nichts Besonderes. Und jetzt gehen wir hier zum High Gain. Wie eben schon erwähnt, der Harley Benton ist am Gain-Anschlag, der Marshall noch lange nicht. Dafür hat der Harley Benton noch ordentlich Reserven im Bassbereich zum Beispiel. Die habe ich hochgeholt. Die kann man auch hier schlanker machen. Das geht beim Marshall nicht. Seht zu, hier die Bässe sind komplett raus und weniger Bass geht nicht. Ich finde die kleine Kiste hier sehr gelungen für alle die, die ja, Gelegenheits-Marshall-Spieler sind, an sich einen schönen neutralen Amp haben, sagen, ab und an will ich mal drauf treten und statt einer anderen Verzerrung einfach mal ein Medium-Marshall-Sound zu haben, Medium-Gain-Marshall-Sound, dann nimmt den für das kleine Geld, der ist wunderbar, gut verarbeitet, er klingt meines Erachtens nach überhaupt nicht schlecht und ist toll zu bedienen. Ganz im Gegensatz zu meinem Marshall Governor. Mit dem komme ich gar nicht zurecht. Allein diese Knöpfchen da vorne, diese Fummeligkeit, die Doppelbelegung der Potis, das ist furchtbar. Selbst wenn er gut klingen würde, alleine diese frickelige Bedienbarkeit macht ihn mir zum Graus. Das hat man hier nicht. Super Bedienbarkeit, super Ablesbarkeit, macht einen stabilen, robusten Eindruck und für Gelegenheits-Marshall-Fans absolut eine tolle Sache, oder? Und das für nicht ganz 30 Euro. Also. So, liebe Leute, das war es dann auch jetzt schon von meinem kleinen Marshall-Vergleich. Ich hoffe, es hat euch ein wenig Spaß gemacht. Wenn ja, lasst mir bitte einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ja, und ansonsten, wie immer, bleibt gesund, bleibt fröhlich, bleibt musikalisch. Bis bald, euer Toko.